So, damit willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Unser abschließendes Abenteuer hier auf Korriban gerade noch. Machen gerade so ein bisschen die letzten Quests hier noch fertig. So. Können wir tatsächlich eine ganze Reihe an Quests nochmal abgeben. Die wir unterwegs gerade noch so ein bisschen miterledigt haben. So. Lassen wir uns mal überraschen. Es ist echt kurios, diese Sache gerade mit den beschädigten Druiden. Bisschen gruselig, Onko. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Adern fließt. Das sehe ich auch so. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ihr müsst ja außer euch sein vor Furcht, dass die wahren Sith aussterben. Ich fürchte für die Gesamtheit der Sith. Und ich ehre die Vorfahren, die mir ihre Kraft verliehen haben. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den reinblütigen knien. Sehe ich nicht. Wie war das mit, man muss sich weiterentwickeln, um über sich hinauszuwachsen? So, der hängt ein bisschen zu sehr an alten Mysterien. Es hat dann seine Begründung, warum er untergeht. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Ah. Ja. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Korriban ist meine Heimat, Jedi Abschaum. Ich fürchte hier nichts. Ich hätte daran denken sollen. Ich entschuldige mich für meine Bedenken. No, ich verstehe Made. Immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Naja, wir könnten zwar ehrlich sein, aber warum sollte ich dem Jedi helfen? Es ist wohl Zeit zu gehen. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Damit ich genauso verweichlicht und schwach wäre wie er? Nee, danke. Außerdem würden wir dann nie in die in den Genuss von weiblicher Nähe kommen, ne? Denn, wie wir alle wissen, ne? Der Codex der Jedi verbietet Zweisamkeit. Und sind wir mal ehrlich, ne? Da lohnt sich das Leben gar nicht. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Die Sith sollten einander helfen. Genau so sollte es sein. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Münzen? Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. Vor allen Dingen, wir haben es nicht perfekt abgeschlossen. Will ich mich verarschen? Alles, was wir anfassen, wird perfekt. So, wir sollen zu Baras zurück. Und dann sollten wir unsere Begleiterin, glaube ich, gleich kriegen. So.
Ich werde es wahrscheinlich dann über lang oder kurz mal so machen und jede Klasse so oft spielen, dass ich quasi mit jedem möglichen Begleiter, den man mit der man eine Beziehung eingehen kann, das auch mal durchgespielt habe. Den Spaß mache ich mir, glaube ich, mal. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Er kommt disrespekten. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Großer Fehler. So. Tja, ne? Großer Fehler. Stopp, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich nur einen. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shyrex. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe, ist das genauso zwecklos. Vemrin ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Ja. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Barras mich umbringen lassen. Nur die Starken überleben, ne? Ich erspare Barras die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Nur die Starken überleben. Außerdem wollte er uns gerade ausknipsen, ne? Das nehme ich ziemlich persönlich. Das nehme ich ziemlich persönlich. Ich habe noch jede Menge vor in der Galaxie, so viele Frauenherzen zu erobern. Das kann ich nicht zulassen, dass man uns vorzeitig mit dem Ableben beseelt. Der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Er hat gedacht, dass du versagst. Vemrin sollte mittlerweile daran gewöhnt sein, ständig enttäuscht zu werden. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin. Doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Schön disrespekten. Ignoriert Vemrin Lord Barras. Seine Welt bricht gerade zusammen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du, doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort. Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst, dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Müssen wir so hinterherrennen. Nee. Schön disrespekten. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasados Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Endlich kann jemand brechen. Das hört sich nach Spaß an. Ich werde es genießen, sie meinem Willen zu unterwerfen. Ja, beherrsche sie nach Belieben. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfungen zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor.
Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. So. Was viele immer nicht wissen, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen, ne? Die Sith beziehen ihre Stärke ja aus Leidenschaft, ne? Leidenschaft entsteht aber nicht nur während des Kämpfens, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Darum hatte ich vorhin gesagt, wir haben noch jede Menge Abenteuer in der Galaxis und jede Menge Damenherzen zu erobern, ne? Leidenschaft kann man in mehrerlei Hinsicht ausleben. Es wundert mich so ein bisschen, dass sich die Sith nie auf diese Art der Macht Zugewinnung konzentriert haben, ne? Kann man ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sozusagen. Muss mal ein bisschen die Zinse umschreiben. So. Kannst du mal schauen? Ah ja, ist richtig. Können wir endlich unsere Begleitung austauschen. Ha, komisch, der Droide ist nicht beschädigt. Diese neuen Rekruten sind wertlos. Angeber, Kinder, Sklaven. Nicht mal ein Reinblütiger ist dabei. Sith-Blut ist nicht alles. Lord Thrain gefällt die arrogante Haltung meines Schülers nicht. Dann wird er niemals ein Sith werden. Schade. Er schien stark zu sein. Nicht stark genug für die Gräber. Dafür habe ich gesorgt. Aha, die manipulieren also die Auslese, ich verstehe. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann, Sklavin. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Barras geschult werdet. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Sie ist als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Komm, solange wie wir so noch nicht als Begleitung haben, mache ich den Spaß mal. Kerkermeister, ich glaube, sie hat noch nicht genug. Einverstanden. Noch einer für den Weg. Genug! Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun. Damit eines klar ist, ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Ihr habt's gehört, ne? Wenn wir sie oft genug schocken, zeigt sie uns sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Oh ja. Also, wollen wir mal weiter schön schocken. Testen wir mal diese höhere Einstellung. Ah, okay, das ist schlimmer. Aufhören. Ich werde euch zu den Zugangspunkten im Grab führen und dann die Geheimtür öffnen. Geht einfach vor. Du wirst genau das tun, was ich dir sage, wann ich es sage. Naja, das muss doch mal überraschen. Ich sag ja, ich hab ein Händchen für Frauen, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch eventuell die ein oder andere Nebenmission gleich noch mit einsacken können. Aber wir sollten uns eventuell mal wieder waffen. Was ist denn das hier für ein komischer? Ah, okay. So, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir hier vor dem Eingang jetzt noch die ein oder andere Quest kriegen werden.
Dann werden wir die tatsächlich mal mitnehmen. So, hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal nochmal eine Quest. So, die nehmen wir gleich nochmal mit. Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Tja, ne? Wie ich es gesagt habe. Einer schönen Frau höre ich immer gerne zu. Oh, ja. Ich danke euch. Ihr seid zu freundlich, wirklich. Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Er ist dort drinnen gestorben. Oh Gott, ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames Live-Let's Play. Wir werden tatsächlich sehr viele Möglichkeiten wahrscheinlich dafür kriegen. Und ihr macht euch Sorgen, dass ein gut aussehender Mann wie ich auch sterben könnte? Nein, ich meine nicht das. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine ja nur der Akolyt, der hineingegangen ist. Er war von der guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Ne? Wir bleiben mal auf der gutmütigen Seite. Ja, der Vater sollte erfahren, dass sein Sohn gefallen ist. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn, man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Wie könnte ich so einer jungen Dame sowas abschlagen? Wer wäre ich denn? Naja, da wir die Belohnung ja sicherlich nicht von ihr kriegen werden. Ich werde mich darum kümmern. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. Ach ja. Meine Schwäche für Frauen wird uns nochmal ins Grab bringen, ich sag's jetzt schon mal. Wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Tod sorgen. So, dann wollen wir mal genau hier Statue und so. So, gucken wir mal. Richtung ist hier erstmal egal, wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Oh. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Aber ich glaube, wir kriegen hier sowieso eine Killquest. Kann man das eventuell auch gleich nebenbei erledigen. Und? Ja, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Sehr schön, sehr schön. Erstaunlich, dass sie sogar ein bisschen Schaden macht. Dafür, dass wir sie eigentlich als Heiler eingeteilt haben. Müssen wir uns bei Gelegenheit tatsächlich auch mal die Skillungen angucken. Oh, Random Blow. Ah, schade. Sieht zwar besser aus, aber hat schlechtere Werte. Werden wir dann aber direkt mal gucken. Ah. Ach so, es ist schon das zweite Teil. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Wissensobjekt? Das ist tatsächlich schon der zweite Quest, Fortschritt.
So. So, wo darf man als nächstes hin? Geradeaus. Erstmal für Chaos und Verwirrung sorgen hier in den Ruinen. Die hier leider auch noch auseinandernehmen. So. Alte Wächterdruiden. Ah ja. Da fällt der Rost aus allen möglichen Poren bei den Dingern raus. So. Und als nächstes dürfen wir dann da lang. Verwinkelte Räume, ich sag's nur immer wieder, ne? So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah ja, sind richtig. Sind wir tatsächlich richtig? Es ist tatsächlich kurios, was sie jetzt so im Grunde schon für Schaden machen. Da haben wir noch nicht mal Lichtschwert. So. Wollen wir das Geheimnis mal lüften? Dezent anspringen die Burschen zu. Ist auch Ironie, ne? Wenn der silberne eher stirbt, als der normale Mob, der daneben steht. Kurios, kurios. So. Da ist es. Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Orientieren? Bäm, voll die Fresse. Lass dir Zeit, Sklavin. Es reicht, wenn du den Eingang gefunden hast, sobald ich mit deinem neuen Meister fertig bin. Ihr macht überhaupt nichts dergleichen. Wie passend, dass ihr in einem Grab euer Ende findet, Wärmrin. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Sehe ich nicht so. Gleich geht's besser. Ah, wie gut, dass wir unsere Beleitung dabei haben. Ich glaube, das wäre ein bisschen komplizierter, wenn wir die nicht dabei hätten. Tja, auch hier wieder, ne? Nur der Stärkste gewinnt und überlebt. Es war meine Bestimmung, Baras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden? Nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Ja, komm, wir nehmen das als Antwort. Ja, also ich nehme mal, klar, ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich nehme mal an, dass die Sith wahrscheinlich mehr Spieler anziehen werden, zumindest für den Anfang. Ich habe lange darauf gewartet, euch in eure Schranken zu weisen.
Stellt euch vor, es war einfach, euch zu besiegen. Dann tut es. Tötet mich. Nö, erstmal quälen wir ihn noch ein bisschen. Alle Achtung. Gute Arbeit. Wie war das mit, sie wird handsam, wenn man sie schockt? Du sprichst nur dann, wenn du dazu aufgefordert wurdest, Sklavin. Au! Banterdreck! Wofür war das denn? Dafür, dass du dich nicht konzentrierst und rumtrödelst. Ich habe nicht rumgetrödelt. Seht, der geheime Eingang ist gleich hier. Ja, auf der dunklen Seite hast du halt einfach mal mehr Spaß. Ne? Gerade mit so einer Aktion wie jetzt gerade. Unterhaltsamer. Aha. Sehr schön. So muss das sein. Keine Ursache. Ach komm, einmal geht noch. Hier ist mein Dank an dich, Sklavin. Viel Spaß damit. Oh, es tut mir leid. Aus diesem Grund spielt man dunkle Seite. Nur aus diesem Grund. Einfach mal, weil es mega unterhaltsam ist. Aber ich denke mal, das ist bei den meisten Spielen so. Bei den meisten Spielen, wo du die Möglichkeit hast, auszusuchen, ob du auf der guten Seite oder auf der, naja, nehmen wir es mal böse Seite, spielen kannst. Er wird es wahrscheinlich meistens immer erstmal die Leute anziehen, auf der dunklen Seite zu spielen. Denn sind wir mal ehrlich, man spielt ja meistens das, was man im wirklichen Leben nicht so ohne weiteres machen kann. Ne? Und gute Taten kann man im normalen öffentlichen Leben halt ganz normal machen. Aber seine böse Ader kann man halt nur in Spielen ausleben. Oder sollte man auf jeden Fall auch nur. Wenn man denn eine hat. So, das war der Streich. Ja, könnte man rein theoretisch auch machen. Aber wie gesagt, kann ich halt auch jedem empfehlen, ne? Eine Klasse ruhig auch zweimal zu spielen. Und dementsprechend auch mal unkonventionelle Wege mit dem zweiten Durchlauf zu machen. Dementsprechend verändert sich die Story halt auch immer so ein bisschen. Und man hat noch mehr Inhalt im Spiel, ne? Entsprechend in mehrfacher Hinsicht ein Vorteil. Erinnert so ein bisschen an die Terrakotta-Armee gerade, ja? Die ganzen Figuren, die da rumstanden. Nicht sehr beeindruckend. Oh yeah. So gehört sich das. Daddy hat ein neues Spielzeug. Für die Sadomaso-Krieger. Lack und Leder, oh ja. So.
So wird das gemacht. Warum ist das? Die haben sogar schon Lichtschwerter. Ihr könnt mich nicht besiegen. So wird ein Schuh draus, so nicht anders. So, werden wir unser wunderbares, geiles Lichtschwert ruhig schon mal anlegen. Muss eine Haupthand hier liegt? Ja. So. Ich glaube, dafür haben wir sowieso gleich einen Auftrag, oder kriegen wir gleich einen Auftrag, wo wir das anlegen sollen. Wachposten, ja, Sira zurück. Ah ja, hier haben wir es mich auch schon. Verlasse die verbotene Höhle. Das meinte ich nämlich. So, wunderbar. Haben wir das schon? So, die Frage ist, müssen wir bloß hier raus oder sollen wir insgesamt rauslaufen? Ah ja, zu Darth Baras zurück. So, dann werden wir nämlich mal dezent zum Anfangspunkt reisen. Und werden wir schnell mal ein Folgenpolster machen, ne? Denn die Uhr sagt, wir sind schon wieder bei 30 Minuten angelangt. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle da draußen auf YouTube. Ein Daumen wäre ganz gerne gesehen. Ganz gerne auch ein Abo, wenn ihr den mögt. Und ja, nächste Folge geht's dann hier weiter. Mit dem Abschluss auf Korriban. Und ja, dann führt's uns in die Weiten der Galaxis und auf neue Abenteuer. Bis dahin erstmal ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.